du leidest unter den Sündumständen, unter der Ungerechtigkeit, komm zu Jesus, er will das ändern. Jesus wendet sich an die, die, hier heißt es unmündig, in anderen Sprachen heißt es, die, oder mühselig, in anderen Sprachen heißt es, die beladen sind, die erschöpft sind unter der Anstrengung, die müde geworden sind. Von denen gibt es heute auch sehr viele. Denkt nur an die Naturkatastrophen oder an die vielen Ereignisse, die immer wieder geschehen, an die Schicksalsschläge, wie viele Menschen, ob es jetzt eine Naturkatastrophe ist, ein Unfall oder eine Krankheit, wir müssen das alles hinnehmen, wir können nichts daran ändern, warum, wozu, wir wissen es nicht. Sie müssen einfach durchschmarren, mitmachen. Jesus ruft ihnen zu, kommt her zu mir. Wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, die sich missachtet fühlen. Sie werden total ignoriert. Sie werden sogar verworfen. Ganz einfach, weil sie in irgendeiner Weise anders sind. Jesus ruft ihnen zu, kommt her zu mir. Es fällt auf, dass auch in unserer Zeit, auch in unseren Gegenden, gibt es viele Menschen, die fühlen sich wirklich gering geschätzt. Und man merkt so eine Unzufriedenheit, die unter den Menschen wächst. Sie haben so den Eindruck, es sind immer andere, die für uns entscheiden. Wir können nur gehorchen. Irgendjemand entscheidet und wir müssen es ausführen. Das Gute und Angenehme ist immer für die anderen. Wir können nur schauen und träumen und wünschen, aber wir müssen verzichten. Das wächst so unter den Menschen, diese Unzufriedenheit. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, zu Recht oder Unrecht, aber es ist Tatsache. Das kann man in vielen Ländern so beobachten, aus irgendeinem Grund. Kommt her zu mir, sagt Jesus, allen. Ihr, die euch klein fühlt, ihr, die euch verfolgt fühlt, ihr, die meint, ihr seid gar nichts mehr, ihr seid ignoriert, ihr seid verachtet, allen rufe ich zu, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Natürlich kommen dann die Gescheiten da und die sagen uns, ja, komm, hör auf. Das mit der Religion und der Glaube, der christliche Glaube, das ist ja nur ein Instrument, um die Leute zu vertrösten, dass die Kleinen schön klein bleiben. Wir sehen das natürlich nicht so. Komm her, komm zu Jesus, er will euch erquicken. Was sagt denn Jesus? Jesus sagt, du, dein Wert ist nicht davon abhängig von deiner Position in der Gesellschaft. Dein Wert, deiner Person, ist nicht abhängig von deiner Leistung, von deinem Erfolg. Auch nicht abhängig von der Meinung, die man von dir hat, vom Ansehen der anderen. Du hast einen ganz großen Wert. Der Gottessohn ist für dich auf die Erde gekommen und ist für dich gestorben. Weil er dich liebt. Das ist den eigentlichen Wert deiner Person. Kommt alle her. Jesus will das, die Sache ändern. Er will das Übel wegschaffen, eine neue Welt schaffen mit neuen Menschen, wo alles genau nach seinem Willen geht, wo es kein Übel mehr gibt, kein Leid, keine Ungerechtigkeit. Kommt! Ihr könnt zu diesen neuen Menschen werden. Und das betrifft nicht nur die Zukunft, sondern wer diese Gewissheit hat, Gott liebt mich. Wer diese Zuversicht hat, da geht's hin. Der hat heute schon die Macht, die Fähigkeit, souverän mit den heutigen Ereignissen umzugehen. Der kann sein Leben meistern und kann heute schon dazu beitragen, Gutes zu tun und hier und da die Not der Mitmenschen zu lindern.